Sie hören im Hintergrund Einsatzreport 24. Warum? Weil es zu spät war. Der Herzinfarkt, der Lungeninfarkt, der Schlaganfall sind eingetroffen. Ich möchte das nicht. Ich wurde heute gefragt, warum geben Sie sich solchen Geschichten her von GLS? Das ist doch das Letzte. Wir haben Ihnen die und die Möglichkeiten für Kinder Parkinson geboten und jetzt sind wir bei Aufklärung von GLS-Schäden, Transportschäden etc. pp. Ich möchte das jetzt richtigstellen. Es liegt nicht an mir. GLS hatte die Möglichkeit, ohne meine Aufsage zu reagieren. Herr Martin S., CEO GLS Germany, meinte dreifach, als ich fragte, welchen Part vertreten Sie, nach meinem Namen zu fragen, mich übergangen zu haben und nach dem Anliegen zu fragen. Daraufhin bekam ich an diesem besagten Tag einen Anruf. Ich habe es kommuniziert, noch einmal, obwohl vorausgehend schon sehr viele Schadensmeldungen bei GLS Germany eingegangen waren. Irgendwann reicht es, denn das ist Zeitdiebstahl. Und Zeit gibt es bekannterweise sehr begrenzt im Leben. Jede Sekunde gibt es im Original nur einmal. Guten Tag, Herr CEO. Guten Tag, Herr Intendant. Auf die Fragen zurückzukommen. Was haben diese Schäden mit Gendefekten zu tun? Sage ich nichts. Aber folglich mit Existenzangst, Todesangst, Atemnot, vierfach Herzpatient, der Gatte etc. pp. Reicht das nicht aus? Muss erst der Notarzt kommen? Ja, muss erst der Rettungsdienst kommen? Im Hintergrund hören Sie genau aus diesem Grund diese Sequenzen. Vielleicht wacht dann doch der eine oder andere Manager auf und sagt, eigentlich hat galacom.tv recht. Denn diese Schäden, die hier eingetreten sind, in einem Übermaß und Verweigerung von Kundendienst, Corona. Es ist alarmierend. Report 24, Einsatz. Hören Sie, es ist alarmierend. Was passieren muss, dass ein CEO sagt, wissen Sie was? Bevor hier wir größere Schäden verursachen, Martin S. and CEOs and Friends, wir schlagen vor eine Abschlagzahlung. Das wird sowieso ein Versicherungsfall. Hoffentlich kein Klinikfall. Weil dann geht's in die Milliarden. Und warum Milliarde? Weil auch eine Milliarde den Grabstein nicht mehr bewegt, damit der Mensch aufstehen kann. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das nicht? Dann sind Sie am falschen Platz. Denn ein jeder Kunde macht erst den Bürostuhl und Ihre Position möglich, Herr CEO. Haben Sie das begriffen oder haben Sie diese Seminare noch nicht besucht? Wenn nicht, kann das gerne nachgeholt werden, damit Sie sensibilisiert werden für Ihr Kapital. Das kann die Zeit sein, das kann der Euro sein, aber es kann auch der Subunternehmer sein.
Es gibt einen namhaften. Es gab auch mehrere. Herr Senator Professor Arthur Fischer ist leider nicht mehr unter uns verweilend. Herr Gustav Schickedanz leider auch nicht mehr. Die Seele einer jeder Milliarde ist der Cent. Guten Tag. Und Raub einer Seele kann mit einer Milliarde nicht wieder gut gemacht werden, zurückgebracht werden. Verstehen Sie das? Ich hatte gestern knapp 2,5 Stunden mit einem Staatsanwalt, einem Richter und gestern war der 3. Oktober. Ja, das war ein Feiertag. Und die haben nicht gesagt, wenn ich habe jetzt keine Zeit. Nö, die haben nur gemeint, wenn wir mit dem Spielen, also zwei haben ja auch noch Kinder, Kleinkinder, und wenn wir mit dem Hundrumgang fertig sind und mit dem Spielen fertig sind, melden wir uns und dann können wir drüber diskutieren. Das sind Größen, ja, die sich diese Zeitfenster freigeschaufelt haben und denen das überhaupt nichts angeht, aber die wissen, dass ich Rettungsprojekte mache. Und die wissen, dass ich das durchziehen werde, bis das Opfer entschädigt ist. Sie verstehen nicht? In welcher Sprache soll ich es denn sprechen? Ich kann es auch in Englisch sprechen. CAOs sind ja englische Bezeichnungen, nicht? Herr CAO, glauben Sie allen Ernstes, dass ich umsonst alle Mobilnummern bekommen habe, um dann Schach zu spielen und einfach Zeit zu vertrödeln? Nein. Sie werden von einem anderen CAO, nicht GLS, ich betone, angerufen. Und es würde mich zutiefst interessieren, welche Visitenkarte Sie einem anderen Kollegen auf der Ebene der CLOs kommunizieren. Ich kriege gerade eine Nachricht. Ich möchte zurückrufen. Aber ich bin gebunden durch die GLS-Nötigung. Rufen Sie da nicht an und rufen Sie da nicht an und rufen Sie da nicht an. Und wenn ich den Notarzt anrufen muss, weil Sie vertrösten laut Recherchen am Samstagnachmittag, hat es geheißen. Und dann wird man wieder vertröstet mit Standardantworten. Wir tun doch mit Hochdruck unser Bestes. Ja, verzögern. Das ist Körperverletzung. In der Zeit, in der man Erholphasen braucht am Wochenende. Sie verstehen? Sie verstehen nicht? Dann glaube ich, dass Sie nur eine Sprache verstehen. Und das ist die Eurosprache, die Währungssprache. Und der nächste Anruf gegen 14.30 Uhr zum 4. Oktober 2022 ist in der EU, aber nicht wo. So, jetzt kommt die nächste Einblendung. Weiter oben, was war das? Ah, also, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie behindern im Moment 3 aktive Rettungsnotfälle mit Ihren Vertröstungen. Anstatt zu sagen, wissen Sie was, ich wiederhole mich jetzt, tut mir leid. Okay, wir zahlen 20 aus. Dann hat der betreffende Kunde, in dem Fall Frau Malgorzata, Zeit, ihre Schäden unter anderem zu regulieren, weil nämlich dadurch, durch ihr Fehlverhalten, ist ein Cashflow-Stopp bei eBay eingetreten. Und das müssen Sie verantworten, definitiv. Und die weiteren Recherchen, die ich jetzt bekommen habe, die ich nur noch nicht hier einblenden werde, warum?
weil ich sie als Bild brauche. Und glauben Sie, ich bin so dumm? Dann glauben Sie mal schön weiter. Es gibt so viele Schäden. Nicht aus 22. Und auch nicht aus 23. Und wissen Sie warum? Weil wir noch 22 haben. Also dann kann es ja nur ein anderes Jahr sein. Lassen Sie sich überraschen, hat mal Rudi Carrell am laufenden Band gesagt. Möchten Sie, dass ich wirklich alle Geschädigten Step by Step recherchiere? Das macht jemand anders für mich. Aber Frage, was war hier, was war dort, was waren die Märchen, wie lange haben sie gedauert, hat es eine Regelung gegeben oder auch nicht? Also, ich möchte nicht in Ihren Schuhen durch die Städte laufen müssen. In Deutschland, in Europa, weltweit. Haben Sie Charakter und melden Sie sich schnellstmöglich bei tvgalacom@gmail.com. Schnellstmöglich bei tvgalacom@gmail.com, bevor das Blaulicht kommt. Denn ich weiß, was das bedeutet, wie Sie sich verhalten. Sie verstehen? Sie verstehen nicht? Dann gehen Sie lernen. Zum Beispiel Schindlerhof, Boxdorf, Klaus Kopiol and Friends. Oder buchen Sie mal ein Seminar bei Herrn Tommy Naga. Best of Communication Customers. Und jetzt tvgalacom@gmail.com. Jetzt tvgalacom@gmail.com. Bevor der Herzinfarkt kommt. Für Ihre Kunden. Und das wird ein Thriller. Weil ich habe die Atteste und die werden Sie dann hier wiederfinden. Wiedersehen und auch von mir wieder hören. Bis gestern, nein, vorgestern hätten Sie schon handeln müssen. Herr CAO, es wird interesting.